Im Norden Belgiens, ganz in der Nähe von Antwerpen, liegt ein ungewöhnliches kleines Dorf. Doel heißt es. Und eigentlich ist es ein Dorf wie jedes andere. Hier gibt es eine Kirche, einen Friedhof, ganz normale Wohnviertel. Naja, und dieses Atomkraftwerk direkt daneben. Tatsächlich ist Doel aber ganz und gar nicht normal. Denn in diesem Dorf in der Nähe von Antwerpen wohnt niemand mehr. Also fast niemand zumindest. Doel ist ein echtes Geisterdorf. Die meisten Häuser sind runtergekommen und verlassen. Überall sieht man nur noch Relikte einer Zeit, die irgendwie stehen geblieben scheint. Aber vom typischen Dorfleben ist hier schon lange nichts mehr übrig. Da stellt sich doch die große Frage, was ist hier passiert? Warum ist Doel verlassen? Warum verfallen die ganzen Häuser hier und warum will offenbar niemand mehr in diesem kleinen Dorf leben? Eine Sache, die kann ich schon mal verraten. Dieses Atomkraftwerk, was ihr dort hinter mir seht, hat mit der ganzen Geschichte überhaupt gar nichts zu tun. Das, was ihr dort hinter mir seht allerdings, umso mehr. Dies ist die spannende und ziemlich traurige Geschichte des verlassenen Geisterdorfs Doel. Sind wir denn jetzt hier gelandet? Freunde, ich bin angekommen in Doel und eine Sache kann ich schon mal sagen. Es ist ein wilder Ritt, um hier hinzukommen. Man muss nämlich erstmal durch so ein unfassbar riesiges Hafenterminal durchfahren. Mit riesigen Schiffen, riesigen Kränen, riesigen Lastwagen, die die ganze Zeit um einen herumfahren. Und man fühlt sich wirklich total fehl am Platz da mit seinem kleinen Privatauto. Dann war noch so eine Brücke gesperrt. Ich habe mich 5-mal verfahren. Hab's jetzt aber geschafft. Ich bin da. Und ja, jetzt begeben wir uns mal auf eine kleine Entdeckungstour durch Doel. Ich habe mich entschieden, nicht mit dem Auto ins Dorf reinzufahren. Hier ist so ein kleiner Parkstreifen neben der Straße. Da ist das Atomkraftwerk. Zum einen, weil ich glaube, dass wir sehr viel mehr vom Dorf sehen werden, wenn wir da gleich mal einen kleinen Spaziergang durchmachen und nicht mit dem Auto durchkneistern. Zum anderen aber auch ist es offenbar nicht ganz so gerne gesehen, wenn man da ständig mit dem Auto durchfährt. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, hier sind wir am Ortseingang von Doel und wie ihr schon seht, das hier ist kein gewöhnlicher Ortseingang. Wir sehen hier eine Schrankenanlage, ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde eher sagen, es ist eine Pömpelanlage. Da unten lässt sich nämlich so ein Pöller rausfahren und auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Und das ist aus folgendem Grund der Fall. Doel hat ein riesiges Problem mit Vandalismus. Doel hat auch ein riesiges Problem mit Jugendgruppen, überwiegend, so las ich zumindest, aus den Niederlanden, die dann hier an den Wochenenden hinfahren und Rambazamba machen und Gruseltourismus und so weiter und so fort. Und deswegen werden hier an bestimmten Tagen, vor allem an den Wochenenden, diese Pömpel hier hochgefahren. Dann kommt nämlich niemand mehr mit dem Auto ins Dorf rein. Mit einer Ausnahme, man hat einen belgischen Personalausweis. Schaut mal da. Dort muss man den dann reinschieben und dann geht auch dieser Pömpel hier hoch. Ich mit meinem deutschen Personalausweis könnte dann hier allerdings nicht reinfahren und auch die Holländer könnten dann nicht nach Doel reinfahren. Interessant, oder? Heute allerdings ist hier ein Wochentag und da hätte ich auch ganz normal in dieses Dorf reinfahren können mit meinem Auto. Machen wir jetzt aber trotzdem nicht. Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang, denn wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Hier übrigens auch nochmal ein riesig großes Warnschild am Ortseingang in den unterschiedlichsten Sprachen, dass man sich doch hier bitte benehmen soll. Grund ist natürlich auch, dass Doel nicht vollständig verlassen ist. Hier leben ja noch so eine Handvoll Leute und die wollen natürlich ihre Ruhe haben und nicht den ganzen Tag Gruseltouristen vor der Haustür haben. Gut, wir benehmen uns auf jeden Fall und wir laufen jetzt mal ins Dorf rein.
So, das Erste, was wir hier am Ortseingang sehen, ist eine Bushaltestelle, die nicht mehr so richtig wind- und regenfest ist, sag ich mal. Aber der Bus fährt hier noch, wie wir auch an diesem Schild hier sehen können. Ich glaube, zumindest einmal am Tag. Ja. Einmal am Tag um 6.52 Uhr, wenn ich das richtig lese. Soll heißen, die Infrastruktur hier im Ort, die hat man noch weitestgehend aufrecht erhalten für die paar verbleibenden Leute, die hier wohnen. Aber wenn wir dann mal rechts auf der Straßenseite schauen, da sehen wir auch schon das erste verlassene Wohnhaus. Aber bevor wir uns jetzt diese ganzen verlassenen Gebäude mal ein bisschen im Detail angucken, würde ich sagen, verschaffen wir uns erstmal einen kleinen Überblick über Doel. Hier sind ein paar Fakten über das Dorf, die ihr wissen solltet. Keine Angst, ich mache auch schnell. Ja, tatsächlich kann das kleine belgische Dorf auf eine ziemlich bewegende Geschichte zurückblicken. Wie alt es genau ist, ist nicht so ganz klar, aber erstmals erwähnt wurde Doel bereits 1267. Zu diesem Zeitpunkt war das Dorf komplett von Torfland umgeben. Im 13. Jahrhundert wurde hier auch ziemlich viel Torf abgebaut, was der Gegend allerdings nicht besonders gut getan hat. Es kam hier immer wieder zu massiven Überschwemmungen, von denen auch Doel betroffen war. Auch danach wurde das Leben hier nicht unbedingt besser. Es folgte der 80-jährige Krieg und diverse Belagerungen. Mal gehörte Doel dem Kaiser von Österreich, mal den Niederlanden. Hier, wo heute eine Windmühle steht, gab es seinerzeit sogar mal eine Festung mit einer niederländischen Garnison. Erst nach der belgischen Unabhängigkeit wurde Doel eine unabhängige Gemeinde. Bis, ja, wie es halt immer so ist, wir Deutschen kamen und der Ansicht waren, Doel, das gehört jetzt auch noch uns. Am 22. Mai 1940 wurde das Dorf von der deutschen Armee besetzt und am 8. September 1944 schließlich befreit. An diesen Tag erinnert bis heute ein Kriegsdenkmal an der Kirche von Doel. Und seit diesem Tag ging es dann mit dem Dorf auch kontinuierlich bergauf. Immer mehr wurde gebaut, immer mehr Menschen wollten hier leben. Tja, bis zu dem Tag, an dem dann schließlich der Niedergang des Dorfes begann. Aber dazu später mehr. So, und jetzt gucken wir uns tatsächlich mal so ein bisschen im Detail an, wie Doel denn eigentlich heute aussieht. Das hier ist das erste Wohnhaus, was man hier sieht, wenn man den Ort betritt. Ein ganz klassisches, ich würde sagen, Einfamilienhaus. Man sieht heute, man hat sowohl unten die Fenster als auch oben mit Brettern oder mit so Metallen verdeckt, damit man da bloß nicht reingeht. Das hat wahrscheinlich trotzdem den ein oder anderen nicht davon abgehalten, da mal ein bisschen rumzustöbern. Also alle möglichen Besucher hatte Doel in den vergangenen Jahrzehnten. Es gab eine Zeit lang, da waren hier viele Hausbesetzer unterwegs, die dann hier einfach eingezogen sind. Die hat man dann nach ein paar Jahren alle rausgeschmissen. Dann gibt es die Partyfraktion, die hier dann irgendwelche Techno-Partys und so feiert. Dann gibt es die Gruselfraktion, Lost Places-Leute und so weiter, die hier mit ihren Kameras durchlaufen, um dann da ihre Videos zu drehen. Ich habe YouTube-Videos gesehen von Leuten, die in diesen Häusern übernachtet haben, so als Mutprobe mehr oder weniger. All das ist hier in den vergangenen Jahrzehnten passiert und all das ist ausdrücklich nicht erwünscht. Da steht ein großes Schild, dass man diese Häuser bitte nicht betreten soll, weil die auch ganz schön einsturzgefährdet sind mittlerweile. Da ist auch ein großes Schild von wegen Kameraüberwachung und so weiter und so fort. Inwiefern das dann am Ende kontrolliert wird, ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Da hinten sehen wir schon die Kirche von Doel, die bis heute noch in Betrieb ist, sagt man das so bei Kirchen, in Betrieb. Und hier seht ihr, wenn ihr nach rechts blickt, einen Haufen voller Kräne. Wow. Also dieses ganze Dorf ist komplett umzingelt von Hafenareal. Hier ist so ein Zaun, so ein Gatter. Es sieht mir aus, als wäre das früher mal so eine Hofeinfahrt oder sowas gewesen. Das scheint mir hier früher mal ein Bauernhof gewesen zu sein. Schaut mal da.
Hier können wir ganz gut sehen, dass hier auch schon einige Häuser in Doel abgerissen worden sind. Hier stand hundertprozentig mal eins. Hier ist auch noch so eine Barrikade, wie auch da, dass man da nicht reingehen soll. Inzwischen ist da Brachfläche. Ja, und hin und wieder sieht man dann auch noch sowas hier. Das hier ist ein Haus, was noch bewohnt ist. Da ist noch ein Auto bzw. so ein Bulli zu sehen. Da wohnen offenbar noch Leute. Ist auch alles noch wunderschön gepflegt. Und willkommen steht am Türchen. Ja. Das ist dann immer sehr faszinierend, weil da ist alles komplett verlassen. Hier ist alles komplett abgewrackt und dann steht dazwischen einfach so ein kleines schickes Häuschen, wo noch Leute wohnen. Dieses Haus hier ist sehr auffällig blau gestrichen und das hat auch einen Grund. Vor 10, 15 Jahren gab es hier mal so eine Bewegung von so Street-Art-Künstlern. Die sind hier durch das Dorf gezogen und haben diese alten, verlassenen Gebäude sehr aufwendig bemalt. Also jetzt nicht so Graffiti-Schmierereien, ne? So wie man jetzt hier da auf dem Garagentor oder sowas sieht, sondern wirklich richtig aufwendig. Also mit richtig schönen Kunstwerken, riesige Tiere waren dann hier auf diesen Häusern zu sehen. Ich vermute, aus dieser Zeit stammt auch noch dieser blaue Anstrich hier. Und ich vermute, wenn wir jetzt gleich weiter durch den Ort laufen, werden wir auch noch das ein oder andere Kunstwerk entdecken können. Ja, schau mal da, da hat sich die Natur alles wieder zurückgeholt. Das komplette Haus ist mit Efeu bewachsen. Das hier könnte möglicherweise mal eine Tankstelle gewesen sein, oder? Sieht zumindest so ein bisschen so aus, dieses Abdach da. Ja, und zwei völlig bemalte Wohnhäuser direkt daneben. Ja, ich glaube, das war ziemlich sicher eine Tankstelle. Das hier müssen die beiden Zapfsäulen gewesen sein. Sieht zumindest schwer danach aus. Ja, und auch hier auf der anderen Seite der Straße befindet bzw. befand sich mal eine Tankstelle. Dieses Haus hier hat man ganz besonders akribisch gesichert. Guckt euch mal diesen Stacheldraht hier an. Holla die Waldfee, oder? Ja. Vielleicht deshalb, weil es ganz besonders gruselig aussieht. So, und jetzt, Freunde, kommen wir in den Ortskern von Doel. Hier wird es nochmal ein bisschen spannender. Da hinten geht es zum Wasser und rechts geht es zur Kirche. Wo laufen wir zuerst rein? Ich würde sagen, wir laufen mal nach rechts. Ja, dieses imposante Gebäude, was wir hier sehen, ist nach allem, was ich weiß, die Schule von Doel gewesen. Ja, Doel hatte eine eigene Schule, auch wenn das Dorf ziemlich klein ist, die man dann allerdings dicht gemacht hat, ich glaube so 2003 oder so, als man gemerkt hat, oh, es haben sich nur noch 8 Schüler eingeschrieben. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Und so sieht sie heute aus, völlig bemalt und bekritzelt und beschmiert. Wie man hier sieht, es hat hier offenbar auch mal eine Schaukel gegeben, direkt vor der Schule, die natürlich heute auch nicht mehr da ist. Nur dieses Gestell steht hier noch. Ja, und hier hat offenbar irgendwann mal jemand versucht, GTA in Real Life nachzustellen. Ja, und hier sind wir dann an der Kirche angekommen und hier erinnert dann wirklich gar nichts mehr daran, dass Doel eigentlich total verlassen ist, denn der Friedhof und auch die dazugehörige Kirche, die werden nach wie vor gepflegt. Okay, war ein Versuch wert. Also offen ist sie leider nicht. Das ist jetzt aber auch wirklich die hinterste Ecke hier von Doel. Interessant, was ist das denn für ein Haus? Ah, das ist bewohnt tatsächlich. Schau mal da. Steht am Fenster dran, als Warnung, dass man da bloß nicht reinläuft. Okay, jetzt sind wir hier wirklich im allerletzten Hinterhof. Interessant. Und hier ist jetzt auch nochmal so eine kleine Gasse, wo man reingehen kann. Ich würde sagen, das ist mir ein bisschen zu gruselig. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder in die andere Richtung. Zurück in den Ortskern. Also ich muss schon sagen, verlockend ist das schon irgendwie. Also in so einer abgeschiedenen Gasse wie da würde ich wohl wohnen wollen. Da hat man auf jeden Fall schön seine Ruhe. Wobei, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich laufen so Gruseltouristen wie ich dann einem den ganzen Tag vor der Haustür rum. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Und wahrscheinlich ist es abends auch wirklich ein bisschen creepy, wenn dann da ständig irgendwelche Leute kommen und dann im Zweifel sogar ins Haus rein wollen. Ja, wahrscheinlich alles nicht so lustig. Aber grundsätzlich ist schon sehr beschaulich da. So,
Und jetzt würde ich sagen, biegen wir mal in diese Gasse hier rein und begeben wir uns mal zum Hafen. Also es ist schon wirklich ein ungewöhnliches Gefühl, gerade jetzt hier durch so eine Straße hier zu laufen. Früher waren hier wahrscheinlich die Straßenränder komplett zugeparkt. In allen Häusern war Leben. Davon ist heute nichts mehr übrig. Hier nochmal eine Erinnerung an uns, dass wir keinen Quatsch machen. Angeblich alles kameraüberwacht. Und das scheint sie auch zu sein, die Kamera. Schöne Grüße an die Polizei. Wasland Nord. Es gibt erstaunlicherweise immer noch zwei verbliebene Gastronomiebetriebe hier im Ort. Das eine ist so ein kleines Café, was sich in der Mühle befindet. Da gehen wir gleich nochmal hin. Und es gibt auch noch diesen Pub hier, der hier auf der Straßenecke steht. Da könnt ihr, wenn ihr hier einen Ausflug hin macht, immer noch was essen und was trinken. Oh, holla die Waldfee. Ein dicker Frachter. Genau zur richtigen Zeit. Jo, und von hier oben, vom Deich, können wir dann Duhl nochmal in seiner vollen Pracht sehen. Von oben. Da, schaut mal da. Auf der anderen Seite die Schiffe. Dort der Hafen. Und natürlich hier das Atomkraftwerk mit einer Windmühle davor. Also es ist schon wirklich ein ziemlich surrealer Ort hier irgendwie. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles von Duel gesehen, was wir sehen wollen. Jetzt kommen wir doch wirklich mal zu der alles entscheidenden Frage. Wie ist der Niedergang dieses kleinen, beschaulichen Dorfes zu erklären? Und ich habe eben schon mal angedeutet, der Hafen, den ihr da und überall um das Dorf herum seht, ja, der ist an der ganzen Misere nicht ganz unschuldig. Das ganze Dilemma beginnt in den 1960er Jahren. Da wird erstmals darüber diskutiert, den Hafen von Antwerpen massiv zu vergrößern. Genauer gesagt sollen hier am linken Ufer der Schelde, das ist der Fluss hier, ein Dock und ein Industriegebiet entstehen. Für das kleine Dorf Duhl bedeutet das, werden die Pläne so umgesetzt, muss das ganze Dorf abgerissen werden. Das ist kein ganz ungewöhnlicher Vorgang. Für den Bau des Hafens von Antwerpen mussten nämlich schon ganz andere Dörfer weichen. Sie heißen Osterwiel, Orderen, Lillo und Wilmarsdonk. Von letzterem kann man heute noch eine ziemlich kuriose Sehenswürdigkeit sehen. Mitten auf dem Hafenareal von Antwerpen steht nämlich noch der alte Kirchturm des Dorfes, das einzige, was davon noch übrig geblieben ist. Ein solches Schicksal soll nun auch Duhl ereignen. Ende der 60er Jahre werden die Pläne langsam konkret. Im Dorf wird ein Bauverbot verhängt, allerdings ohne, dass die Hafenerweiterung wirklich offiziell beschlossen ist. Es werden auch keine Enteignungen oder sowas durchgeführt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner beginnt vielmehr eine lange Zeit der Unsicherheit. Niemand weiß genau, was jetzt eigentlich beschlossen wird und was langfristig mit Duhl passieren soll. In den 70er Jahren dann, also 10 Jahre nach dem Aufkommen der ersten Pläne, fangen dann Politiker plötzlich an darüber zu sprechen, dass man den Hafen ja auch einfach um Duhl herumbauen könnte. Das Dorf müsste dann gar nicht verschwinden. 1978 reist sogar der Staatssekretär für regionale Wirtschaft, Mark Aitkins, extra mit dem Hubschrauber an, um zu verkünden, dass Duhl jetzt endgültig bleiben kann. Zum selben Zeitpunkt beginnt übrigens auch der Bau dieses Atomkraftwerks hier. Nebenbei bemerkt, ein absolutes Skandalkraftwerk. In den vergangenen Jahren war hier immer wieder über Risse und Störfälle berichtet worden. Seit dem vergangenen Jahr ist immerhin der umstrittene Reaktor 3 außer Betrieb. Aber zurück zu Duhl. Den Leuten hier ist das Atomkraftwerk vergleichsweise egal. Ihr Dorf ist endlich gerettet, die Zeit der langen Unsicherheiten endlich vorbei. Ja, und dann kommt das Jahr 1995. 20 Jahre später stehen schon wieder neue Pläne einer Hafenerweiterung im Raum. Wieder beginnt eine lange Zeit der Unsicherheit mit mehreren Regierungswechseln und immer neuen verrückten Plänen.
Irgendwann ist aber tatsächlich klar, der Kampf ist vorbei. Doel wird früher oder später der Hafenerweiterung weichen müssen. Ab Anfang der 2000er Jahre beginnen deshalb die Menschen allmählich, das Dorf zu verlassen. Ihre Häuser können sie verkaufen an die örtliche Bebauungsgesellschaft, zu Enteignungen kommt es nicht. Ab Mitte der 2000er Jahre beginnen dann auch die ersten Abrisse der Häuser. Die Behörden verhängen zudem ein Verbot. Künftig darf niemand mehr neu nach Doel ziehen. Das Dorf verfällt immer mehr von der Bevölkerung. Es waren mal mehr als 1000 Menschen, leben hier heute nur noch 21. Und an dieser Stelle könnte die Geschichte zu Ende sein. Doel ist ganz offensichtlich dem Niedergang geweiht und wird irgendwann ganz verschwinden. Aber nein, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. In Doel beginnt, was andernorts meistens zum Scheitern verurteilt ist. Die letzten verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner beginnen massiv zu protestieren. Sie gründen schon in den 90er Jahren eine Aktionsgruppe mit dem Namen Doel 2020. Über die Jahre kommt es zu unzähligen Gerichtsverfahren. Auch Leute aus der Musik und Kunst beginnen, das kleine Dorf zu unterstützen. Über Jahre, nein, Jahrzehnte hinweg hängen an den Hauswänden große Schilder, die klar machen, Doel wird bleiben. Ja, und dann, Ende der 2010er Jahre, beginnt die Politik tatsächlich plötzlich ihre Pläne zu ändern. Der flämische Minister Ben Weitz schlägt unerwartet einen neuen Hafenerweiterungsplan vor. Dieser sieht im Gegensatz zu allen früheren Plänen auch einen Erhalt des Dorfes Doel vor. Das geplante Dock bekäme dann eine Art Knick in den Süden, sodass es nicht mehr direkt durch das Dorf Doel gehen würde. Die flämische Regierung beschließt schließlich, diese Pläne umzusetzen. Was das jetzt genau für die Zukunft von Doel bedeutet, unklar. Es wurde ja viel beschlossen in den vergangenen Jahrzehnten und dann auch immer wieder revidiert. Aber Stand jetzt ist das Dorf gerettet. Und es gibt auch bereits Gespräche zwischen Behörden und Anwohnern und Überlegungen, das Einzugsverbot aufzuheben und Menschen wieder nach Doel ziehen zu lassen. Und das ist die bewegende Geschichte des Geisterdorfs Doel. Jetzt muss ich natürlich zeigen, wie es mit diesem Dorf hier weitergeht und ob hier auch in Zukunft nochmal jemand leben möchte. Ich muss schon sagen, also jetzt gerade ist es hier schön ruhig, wenn nicht gerade irgendwelche Freaks hier mit ihren Autos oder Motorrädern durchkneistern und Randale machen. Aber richtig schön ist das hier alles natürlich nicht mehr. Ne? Also es ist unfassbar heruntergekommen. Hier müsste man richtig was machen, um Doel wieder auf Vordermann zu bringen. Und ob man jetzt hier auch wirklich umzingelt von so einem riesigen Hafenareal leben möchte, was nebenbei, ich weiß nicht, ob ihr das hört, auch echt laut ist. Also man hört immer so ein Grundrauschen und so ein Knallen und Klappern von diesen ganzen Krähen und so, ist auch nochmal eine andere Frage, ne? Also, wie es mit Doel weitergeht, wird dann wahrscheinlich die Zeit zeigen. Und das, liebe Freunde, war meine Geschichte über das belgische Geisterdorf Doel. Frisch war's und es hat den ganzen Tag geregnet, aber passt ja auch irgendwie zu einem gruseligen Geisterdorf, oder? Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch gefallen hat, was ich heute so gemacht habe, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun und zwar über Patreon. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung oder ihr werdet einfach Kanalmitglied hier auf YouTube. Das funktioniert natürlich auch. Dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. So, das war's für heute. Ich fahre jetzt ins Warme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.